herzlich willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. Heute möchte ich dir zeigen, wie du schnell und einfach dein Kennwort eines Windows 7 Benutzerkontos ändern kannst. Okay, fangen wir an. Klicke mit links auf den Startknopf. Es erscheint das Standardmenü von Windows 7, wo auf verschiedene Funktionen direkt zugegriffen werden kann. Hier findest du auch den Zugriff auf die Systemsteuerung, und zwar im unteren Drittel auf der rechten Seite. Klicke mit links auf Systemsteuerung. Nun öffnet sich das Fenster, wo du alle Systemsteuerungselemente unter einem einheitlichen Fenster findest. Hier kannst du diverse Funktionen deines Windows 7 Systems beeinflussen, indem du auf die entsprechende Funktion einfach zugreifst und dort deine Änderung vornimmst. Unter anderem findest du hier auch die Benutzerkontensteuerung, wo du Kennwörter und Eigenschaften deines Benutzerkontos ändern kannst. Klicke also mit links auf Benutzerkonten. Es erscheint ein neues Fenster, wo dir diverse Funktionen präsentiert werden, die das Benutzerkonto betreffen. In dem Fall das eigene Benutzerkonto, mit dem du im Moment angemeldet bist. Du kannst dein eigenes Kennwort ändern, dein Kennwort entfernen, wenn du das möchtest. Du kannst das Anmeldebild ändern, das du siehst, wenn Windows startet und du dich mit einem Benutzer anmelden musst. Du kannst den Kontonamen ändern oder den Kontotyp. Der Kontotyp ist dann wichtig, wenn du dich dazu entscheidest, deinem Benutzerkonto andere Rechte zu geben. Hier hast du die Möglichkeit, zwischen einem Administratorkonto, also einem Konto mit vollen Rechten, und einem normalen Benutzerkonto zu wählen, das diversen Einschränkungen unterlegen ist. Okay, wir wollen heute das Kennwort des eigenen Benutzerkontos ändern und dazu klicken wir auf eigenes Kennwort ändern. Tja, warum ist es eigentlich besser, sein Benutzerkonto mit einem Kennwort zu schützen, wo man doch auch so ganz bequem damit arbeiten kann? Naja, eigentlich ganz einfach, hauptsächlich aus Sicherheitsgründen. Meiner Meinung nach ist ein Kennwort für das eigene Benutzerkonto die Mindestanforderung, die man an Sicherheit auf seinem eigenen System haben sollte. Du glaubst gar nicht, wie viele Benutzer kein Kennwort für ihr Benutzerkonto haben. Na, zum einen wahrscheinlich aus Bequemlichkeit, weil es einfach sehr bequem ist, den Computer anzumachen und dann meldet sich der Benutzer automatisch an, ohne dass man ein Kennwort eingeben muss. Und zum anderen wissen es auch manche gar nicht, dass man ein Kennwort vergeben kann. Wenn das jeder wüsste, dann würden es wahrscheinlich auch viel mehr Leute machen. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, was passiert eigentlich, wenn sich einfach ein anderer an deinen Computer setzt und den Computer anschaltet. Wenn du kein Kennwort vergeben hast, dann passiert nämlich Folgendes, dass der andere auch automatisch mit deinem Benutzerkonto angemeldet wird und so alles sehen kann und alles machen kann, so wie du es auch am Computer machst. Also für mich wäre das nichts, wenn sich jeder in der Nähe meines Computers an meinen Computer setzt und dort machen kann, was er will. Deshalb vergebe ich schon mal generell ein sicheres Kennwort. Okay, aber das ist ja jedem seine Sache. Du bist ja jetzt hier, um ein neues Kennwort einzurichten. Okay, falls du schon ein Kennwort vergeben hast und dieses jedoch ändern möchtest, dann klicke einfach hier in das erste Feld für aktuelles Kennwort und gebe dort dein derzeitiges Kennwort ein. In den nächsten zwei Feldern musst du nun das neue Kennwort eingeben. Die zweite Eingabe ist dafür notwendig, dass die Richtigkeit des ersten Kennwortes bestätigt wird. In den meisten Fällen ist das notwendig, wenn man sich mal vertippt oder verschreibt. Okay, dann kannst du noch einen Kennworthinweis eingeben. Ein Kennworthinweis ist dann ganz sinnvoll, wenn du einmal dein Kennwort vergessen hast. Dann kannst du nämlich den Kennworthinweis dazu nutzen, dich trotzdem an deinem Computer anzumelden und dein Kennwort wieder zu ändern. Deshalb solltest du dir einen Kennworthinweis einfallen lassen, der nicht zu schwer, aber eben auch nicht zu leicht zu erraten ist. Sowas nach der Art, wie heißt mein Mann, wie heißt meine Frau,
aber eben nicht mit richtigen Namen, sondern vielleicht mit Kosenamen. Oder wie heißt meine Geliebte? Wie heißt mein uneheliches Kind? Das ist dann wahrscheinlich schon etwas sicherer. Also ich denke mal, du hast den Sinn des Ganzen hier verstanden, warum ein Kennwort-Hinweis gar nicht so schlecht ist, falls man mal sein Kennwort vergessen hat. Okay, hast du dann alle deine Eingaben getätigt? Dann klicke einfach auf Kennwort ändern und dein neues Kennwort wird übernommen. Jetzt solltest du dich noch einmal neu anmelden, denn die Änderung wird erst nach einer Neuanmeldung im System festgeschrieben. Okay, das war's dann schon wieder. Vielen Dank für deine Zeit und dein Zuschauen. Bis zum nächsten Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Tschüss.